2050 können wir auch auf jeden Fall auf 100% erneuerbare Energien kommen. Das hat eine Studie schon vor ein paar Jahren von Greenpeace nachgewiesen, wie man da eben in sinnvollen Schritten hinkommt. Ich wollte aber auch nochmal auf Ihre Ausgangsfrage zurückkommen, was eben ja auch ein ganz wichtiges Steuerelement ist, eben die Steuern. Und da gibt es ganz konkrete Punkte, die man auch mal längst schon mal hätte angehen können. Zum Beispiel eine Steuer auf Kerosin, was immer noch völlig unbesteuert ist, muss man in Deutschland eben auch wieder vorangehen, Vorbild sein, und dann kann man es auch in der EU fordern. Genauso natürlich auch eben die eins der größten Klimakiller überhaupt, die Massentierhaltung, müssen wir dringend angehen, und dazu müssen wir einfach auch unbedingt mal die klimaschädlichen Tierprodukte besteuern, Fleisch, Milch, Eier, auf den normalen Mehrwertsteuersatz anheben und die Alternativen, die umweltfreundlichen Produkte, die reduzieren auf den Grundnahrungsmittelsatz von 7% zum Beispiel und es dann entsprechend weiter ausbauen. Meereskrabben oder was? Das sind keine Pflanzen. Also es gibt genug pflanzliche Alternativen mittlerweile zu allen möglichen Produkten. Es gibt zig verschiedene Milchalternativen. Vor kurzem wurde ja leider aufgrund so einer absurden EU-Gesetzgebung verboten, den Unternehmen Milchalternativen als solche zu benennen. Entsprechend müssen sie dann anders genannt werden, weil Milch halt laut einer EU-Regelung als Drüsensekret definiert ist. Und das entsprechende pflanzliche Produkt ist aber entsprechend, genau, und viele andere Alternativen, was alles überhaupt keinen Sinn machen würde, wenn man sich an so eine strikte Regelung halten würde. Also da müssen wir einfach ganz, ganz dringend ansetzen. Da gibt es noch viele weitere Punkte, aber ich glaube, da kommen wir dann noch. Ja. Ich würde gerne mit der Welt umgehen. Das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten mehr als deutlich bewiesen. Warum sollte ja? Da kommt ja keine Presse drin. Und deswegen braucht man eben entsprechende Regelungen und Steuermaßnahmen. Und natürlich, ja, man sieht es bei den teuren Smartphones, dass es trotzdem gekauft wird. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten noch, wie man da eingreifen kann. Und da sind wir auch wieder ähnlich beim Thema vorher mit Klimaflüchtlingen. Und wie wir in den Industrienationen eben dafür verantwortlich sind, was sonst wo auf der Welt passiert. Wir müssen auch eben unsere Konzerne, die hier ihren Sitz haben und hier Geld verdienen, müssen wir in die Pflicht nehmen, dass sie eben nicht in den Schwellenländern und in sogenannten Entwicklungsländern einfach machen können, was sie wollen, weil es dort entsprechend keine Umweltschutzgesetze gibt, keine Verbraucherschutzgesetze und Ähnliches. Dann müssen wir sie hier dafür in die Verpflichtung nehmen und dann entsprechend auch sanktionieren. Und das Gleiche ist auch beim Thema Klimaschutz. Wenn wir eben behaupten, immer in Deutschland wären wir so toll jetzt mittlerweile, die haben ja ganz vieles eben ausgelagert, was dann mittlerweile in anderen Ländern eben verbraucht wird, aber hier wird es konsumiert, und deswegen sind wir eigentlich viel, viel schlimmer noch mittlerweile, immer noch beim Thema Treibhausgasemissionen, wie es eigentlich die offiziellen Statistiken wiedergeben. Okay. Wieso haben Sie denn den Ausbau der Solarenergie, der Photovoltaik zum Beispiel, wieder zurückgefahren? Das ist was super Wichtiges, was wir voranbringen müssten, weiter, wenn wir da eben die wichtigen Ziele erreichen wollen, und das dann jetzt wieder so zurückzufahren, was auch denn viele deutsche Firmen in ziemliche Konflikte gebracht hat, das halte ich für einen massiven Fehler. Herr Buchblatt,